In diesem Video zeige ich euch mein Equipment. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, mir ist die Idee zu diesem Video gekommen, denn in letzter Zeit, wenn ich immer auf Instagram in meiner Story poste, dass ich gerade am Schneiden bin, kam immer wieder die Frage mit, was schneidest du eigentlich, was ist eigentlich, welches Equipment benutzt du? Und da dachte ich mir, mache ich doch einfach ein YouTube-Video. Ich zeige euch, welches Equipment ich aktuell benutze, welches Schnittprogramm ich benutze für YouTube, aber auch für Instagram, für Reels, für TikToks und so weiter. Und auch, was ich benutze, wenn ich unterwegs bin zum Schneiden. Denn ja, wenn wir im Disneyland Paris sind, bemühe ich mich immer direkt, am nächsten Tag ein Video hochzuladen. Das muss dann auch an demselben Tag ja auch geschnitten werden. Genau, ich möchte aber vorab mal sagen, das ist natürlich über die Jahre, ich mache das jetzt schon seit über 4 Jahren, natürlich hat sich das alles angesammelt. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, auch mit sowas starten wollt, mit Vlogs, mit Reels, mit TikToks, braucht ihr jetzt natürlich nicht das Equipment, was ich jetzt bereits habe. Ihr könnt auch, zum Beispiel in London, habe ich einfach nur mit dem Handy gefilmt, weil meine Kamera halt nicht mehr ging. Oder eher die SD-Karte, nicht die Kamera. Und da war ich gezwungen, mit dem Handy zu filmen. Und ich weiß auch, Daniel hat seine Kreuzfahrt-Videos zum Beispiel auch mit dem Handy gefilmt. Da hat er dann noch ein Mikro gekauft dafür. Aber für den Anfang ist das auch völlig in Ordnung, um zu testen, gefällt mir das. Ihr müsst jetzt auch nicht da super viel Geld investieren. In die Technik. Also ihr könnt dann auch erstmal mit dem Handy anfangen und schauen, ist das was für mich, dieses Vlogs, dieses in die Kamera reden, dieser Schnitt, ne? Also da steckt halt ganz, ganz viel dahinter. Ja, aber ich würde sagen, wir starten mal. Und vorab ist eine Werbung in eigener Sache. Viele von euch da draußen, die meine Videos gucken, haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Und zwar über 50%. Das ist ganz schön viel. Also, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und in der Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, dann drückt doch einfach unten abonnieren und auf die Glocke. Dann bekommt ihr immer so einen kleinen Pop-up, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Aber jetzt geht's zum Equipment. Starten wir mit dem, was ich euch nicht zeigen kann, denn damit filme ich gerade. Ich habe mir, ich weiß nicht wann das war, ich glaube mittlerweile schon vor 1,5, 2 Jahren, die Sony ZV-1 gekauft. Das ist die Kamera, mit der ich gerade filme, mit der ich auch im Disneyland Paris filme. Das ist so eine Art, das ist eine Vlogging-Kamera von Sony, die sie mal rausgebracht hat. Ich weiß, glaube ich, mittlerweile gibt es auch schon eine zweite Version, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Vorher hatte ich eine Canon, irgendwas mit 2. Jetzt fällt mir aber der Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall war es vorher eine Canon. Und dann hat Sony, wie gesagt, diese... ich blende euch auch mal ein Bild ein von der Kamera, wie die jetzt aussieht. Und ich blende euch aber später das Ganze ein, wie es hier aussieht. Genau, also ich benutze zum Vloggen, zum generellen Vloggen die Canon... die Sony ZV-1. Die ist praktisch, die ist klein. Daniel hat damit damals auch angefangen, als er mit YouTube angefangen hat. Er ist ja mittlerweile auf diese große Kamera umgestiegen. Aber das ist mir einfach zu viel. Ich habe eh schon immer so viel Krempel dabei und bleib einfach bei der Sony. Die Sony hat aber nicht immer so einen guten Ton. Und vor allem, wenn es windig ist oder so, habe ich mir dafür ein Mikrofon gekauft. Und da benutze ich das Rode Mikrofon. Übrigens verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox. Alles, was ich benutze, könnt ihr dann auf die Links klicken und schauen, ob es für euch sinnvoll ist oder ob ihr das vielleicht eventuell nachkaufen wollt. Also wie gesagt, als Mikrofon benutze ich ein Rode Mikrofon. Es ist ein Richtmikrofon, was ich ein bisschen nervig finde, denn ein Richtmikrofon bedeutet, das Mikrofon ist immer nur in eine Richtung gestellt und das heißt, ich muss es immer drehen, kommt darauf an, wie ich in die Kamera spreche, von hinten oder von vorne. Wenn ich eine Show aufnehme, muss es natürlich auch mal nach vorne zeigen, da kann ich aber nichts kommentieren, weil das Mikrofon natürlich nach vorne gerichtet ist. Also das ist der Nachteil von diesem Richtmikrofon. Daniel hat mittlerweile ein Sony-Mikrofon, was in alle Richtungen filmen kann, also aufnehmen kann, kommt darauf an, wie man es anstellt. Wir haben es aber mit meiner Kamera probiert und leider hat es nicht funktioniert. Also da bin ich tatsächlich noch, vielleicht habt ihr einen Tipp für ein Mikrofon, welches ich nicht immer drehen muss, weil das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Manchmal vergisst man es und dann, ja, dann ist der Ton halt schlecht. Ich habe es auch schon mal mit einem Steckmikrofon probiert, also mit diesem Funkmikrofon. Aber ich fand bei mir, der Ton war nicht so gut, dann muss man im Nachgang immer auch den Ton dann, weil es so
so eine kleine Krisselgeräusche macht, dann immer rausfiltern im Schnittprogramm. Das war mir dann auch zu aufwendig. Danach bin ich jetzt aber beim Rode geblieben. Genau, und dann haben wir noch ein Licht, was aktuell ist. Das ist ganz, ganz neu. Das habe ich gestern erst abgeholt. Ich hatte vorher eine Softbox. Ich blende euch jetzt auch mal hier ein Bild ein. Die hatte ich von Anfang an, ich glaube, in meine ersten Videos, also die war mir sehr, sehr lange treu. Der Nachteil bei einer Softbox ist, man braucht dafür sehr viel Platz. Also ich habe die nicht mal aufgebaut, ich habe die in eine Ecke gestellt und so weiter. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Platzfresser. Die ist mir dann leider an Weihnachten in meiner deutschen Wohnung kaputt gegangen, weil die ist einfach umgefallen und die Lampe ist kaputt gegangen. Da dachte ich, komm, jetzt ist der Zeitpunkt für eine kleinere Lampe, eine praktischere Lampe, und deswegen ist es jetzt die hier geworden. Die ist einfach nur auf diesem Steckschuh, wo auch das Mikrofon oben drauf ist, einfach rechts noch dran gebappt. Ist einfach so ein großer, sieht aus wie ein Tablet, also von der Größe. Ich zeige euch, das ist eigentlich so groß wie das hier, ja. Und ja, kann man auch einstellen, warmes Licht, kaltes Licht, Helligkeit, kann man aufladen, also richtig praktisch und nimmt nicht so viel Platz weg. Zeige ich euch natürlich auch ein Bild und wie das Ganze kurz gleich aussieht. Und ja, gibt es alles bei Amazon zu kaufen, verlinke ich euch natürlich unten. Licht ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich, damit man eine gute Ausleuchtung hat. Obwohl, wenn ich mir das überlege, für Try-Ons wird, glaube ich, das Licht nicht ausreichend sein, was ich jetzt hier habe. Also für so Sitzvideos ist es, glaube ich, ausreichend, aber für einen Try-On wird es, glaube ich, nicht reichen. Das sind auch noch andere Lampen, die ich auf meiner Wunschliste habe, aber die sind natürlich wesentlich teurer. Und ich wollte jetzt erstmal schnell wieder eine Lampe haben, damit ich weiter Videos drehen kann und die nicht so viel Platz wegnimmt. Es gibt natürlich noch andere Leuchten, die größer sind und mehrere. Das wird dann vielleicht eine Investition irgendwann dieses Jahr werden. So, und dann habe ich mir ein neues Stativ gekauft, direkt mit der Lampe. Ich hatte zwar ein altes und das ist auch noch funktionsfähig, aber das war einfach auch schon 4 Jahre alt. Ich habe es wirklich viel benutzt und es war halt nicht das Einfachste. Wenn man zum Beispiel jetzt DIYs gefilmt hat, musste man das immer die Kamera nach unten stellen und das war immer so ein Problem. Es war halt nicht das qualitativ hochwertigste Stativ. Jetzt habe ich mir eins gekauft und ich muss sagen, ich habe jetzt das erste Mal heute getestet und ich bin echt begeistert, mit wie smooth es zu benutzen ist und mit den Funktionen. Es war auch gar nicht so teuer, ich glaube 40, 50 Euro. Und ja, das habe ich jetzt neu. Sieht echt gut aus. Mein Freund meinte gestern, das sieht aus wie 200 Euro ein Stativ. Aber so teuer war es dann auch nicht. Natürlich nehme ich so ein Stativ jetzt nicht mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Das nutze ich eigentlich nur zu Hause für so welche Videos, für meine Hauls, für meine Try-Ons. Sowas, da benutze ich halt ein Stativ. Ja, das ist sozusagen meine Einrichtung für zu Hause, die ich benutze für solche Videos, die ich jetzt gerade drehe. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich natürlich nicht die große Lampe. Als weiß ich, was ich vergessen habe. Genau, also wenn ich unterwegs bin, nehme ich nicht die große Lampe. Da habe ich diese Lampe hier mal gekauft, für wenn es abends dunkel ist und man nicht genug ausgeleuchtet ist, habe ich mal die hier gekauft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Akku ist noch voll. Genau, die kann man auch mit Akku aufladen. Und das Gute ist, die kann man halt auf die Kamera draufsetzen, und hier oben ist auch noch so ein Fach für dann das Mikrofon, dass es auch noch oben drauf gesetzt werden kann, obwohl ich so einen Adapter oben habe, wo ich im Prinzip drei Sachen mit diesen Dingern hier aufsetzen kann. Genau, also die Lampe ist für unterwegs, die kann man dann gut auf die Kamera draufsetzen, damit man halt nicht so im Dunkeln ist und besser ausgeleuchtet ist. Mit sowas ist man aber auch immer ein Eyecatcher, also wenn man damit unterwegs ist im Park, dann gucken die Leute natürlich, weil es natürlich sehr auffällig ist, wenn man mit einer Kamera, mit Mikrofon und Licht und so rumläuft. Ist nicht für jedermann was. Ich musste mich da tatsächlich auch daran erstmal gewöhnen, an diese Blicke, die einem zugeworfen werden. Aber daran gewöhnt man sich. Am Anfang wirklich, am Anfang dieser meiner YouTube-Karriere im Park, habe ich wirklich mir Plätze gesucht, wo man mich nicht sieht, wo wenig Leute kommen. Und wenn dann jemand kam, habe ich sofort die Kamera runtergemacht und ich so, Gott, er darf mich auf gar keinen Fall sprechen hören. Wahrscheinlich haben die mich eh nicht verstanden. Aber daran muss man sich gewöhnen, an dieses vor der Kamera quatschen, mit in Begleitung noch mit anderen Menschen. Und das ist bei mir auch noch so, immer noch so eine Sache, wenn Leute dabei sind, die vorher noch nicht dabei waren und ich anfange zu vloggen, in die Kamera zu sprechen, dann habe ich auch immer so ein bisschen, fühle ich mich dann nicht am Anfang immer so wohl. Also
Das ist jetzt mit Vicky im Park, da musste ich mich auch erstmal eingrooven, mit dem Quatschen vor der Kamera und sie dabei und so. Also wenn Daniel und Brina, ist das gar kein Problem, aber wenn neue Leute dabei sind, dann bin ich auch erstmal, muss ich erst auch mal mich wieder dran gewöhnen, vor der Kamera zu quatschen in Begleitung von anderen neuen Menschen. Was ich vergessen habe eben, es lag noch auf meinem Bett. Die Kamera ist natürlich nicht auf dem Stativ, wenn ich unterwegs bin, sondern hier auf diesem Tripod, wie man sie nennt. Der ist auch von Sony, der gehört zu der Kamera. Damit kann man die Sony auch steuern. Es war halt so ein Set damals. Aber aktuell nutze ich das gar nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mich nie daran gewöhnt, dieses Ding zu nutzen. Ja, aber es hat auch einen Fuß, also man kann es auch aufstellen, die Kamera dann. Und genau, das benutze ich, wenn ich unterwegs bin, in den Parks, in den Freizeitparks. Hauptsächlich halt dieses Equipment. Was ich mir jetzt noch gekauft habe letztes Jahr, was ganz praktisch ist, ist diese Halterung. Die macht man dann hier drauf, auf diesen Schuh. Und dann macht man hier die Kamera drauf und dann hier ist eine Handyhalterung drin. Und das ist super praktisch, wenn man zum Beispiel neue Shows aufnimmt oder zu Charakteren geht. Dann kann man nämlich dann hat man nämlich eine Hand frei. Man hat dann hier das Handy drin und hier die Kamera, dann kann man beides laufen lassen. Es ist beides in derselben Richtung. Eines hoch kann, das andere ist quer. Also für Instagram halt und für YouTube. Genau, sehr praktisch. Und man hat immer eine Hand frei für zum Beispiel, man kann auch zusätzliche Bilder machen mit der anderen Hand oder, keine Ahnung, Charakteren zuwinken. Ist einfach, und dann ist der Arm, oder man kann den Arm mal zwischendurch wechseln. Das ist halt bei Feuerwerk, ne? Also wenn so eine Show 20 Minuten läuft, dann tut auch irgendwann der Arm weh. Also wenn es zwischendurch mal wackelt, dann muss ich den Arm wechseln. Weil, ne, wenn man das so hält, dann ist es natürlich anstrengend. Da kann man immer zwischendurch mal den Arm wechseln. In dieser Konstellation, wenn das Handy und die Kamera drin ist, ist das natürlich schon etwas schwer. Genau, also das ist nochmal das Extended Equipment, wenn ich das Handy noch einpacken will. Ja, also das war so das Main Equipment, was ich benutze. Dann habe ich natürlich GoPro, eine GoPro oder eigentlich, ich habe eigentlich zwei GoPros. Einmal noch die 8er, haben hier an diesem Stativ und zwar hatte ich die bei Muddy Angel Run dabei. Und irgendwie ist seit dem Muddy Angel Run irgendwie das Mikrofon, glaube ich, vermatscht oder das Bild ist mir ein oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich eine GoPro 8 und mir dann letztes Jahr eine GoPro 9 gekauft. Die ist hier auf diesem Brustgurt schon dran. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Kenner da draußen sind. Ich habe mir letztes Jahr eigentlich, kannst du gar nicht, eigentlich keinem erzählen. Ich glaube, ich habe die 1 bis 2 Tage benutzt und dann ist mir das passiert. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Seht ihr den Sprung? Da im Bildschirm. Und ich weiß nicht, ob die jetzt wasserdicht ist. Also die GoPro ist ja normalerweise wasserdicht. Ich benutze sie für On-Rides, für Unterwasseraufnahmen, wenn ich jetzt schnorcheln gehe oder so im Urlaub. Und halt On-Rides benutze ich die GoPro. Und ich weiß nicht, ob jetzt die GoPro mit dem Riss wasserfest ist. Also Wasser-Rides wird sie wahrscheinlich überleben. Aber jetzt, wenn ich sie unter Wasser nehme, zum Schnorcheln oder so, habe ich Angst, dass da Wasser reinläuft. Ich müsste auch mal GoPro kontaktieren, keine Ahnung. Aber es war halt echt dumm. Also nach 1-2 Tagen ist mir dieser Riss passiert und ich dachte, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Die neue GoPro. Ja, deswegen benutze ich die hier immer noch für Unterwasseraufnahmen, weil mir das einfach sicherer ist, die GoPro 8. Aber ja, reicht auch vollkommen aus. Ihr braucht jetzt nicht die 9er oder die 10er. Und die 9er benutze ich dann halt für On-Rides. Und das Gute ist daran, die hat hier vorne einen Bildschirm und man sieht jetzt auch, was man filmt. Also sonst, wenn man könnte sich auch so, dann sieht man halt, was da gefilmt wird. Könnte man natürlich auch zum Vloggen benutzen. Es gibt auch Creator-Kits für GoPro mit Mikrofon und auch Licht und so weiter. Aber ich habe mich mit der GoPro so mit Vlogging, ich habe mal, glaube ich, letztes Jahr einen Eifelpark-Vlog damit gefilmt, habe ich mich irgendwie noch nicht mit angefreundet. Ist natürlich kleiner, kompakter, viel praktischer. Man hätte im Prinzip die On-Rides direkt dazu und halt braucht keine 5000 Kameras mit sich rumschleppen, wie ich das sonst immer mache. Ja, habe ich schon erzählt, hier unten ist der Brustgurt dran, das ist für die On-Rides. Ist auch, wenn On-Rides erlaubt sind, eigentlich überall erlaubt. Ich habe bisher noch nie erlebt, dass, also klar, Phantasialand zum Beispiel sind ja generell On-Rides nicht erlaubt, aber wenn On-Rides erlaubt sind, sind diese Brustgurte auch erlaubt. Schnallt man sich dann hier vor, dann hat man die GoPro halt dann hier auf der Brust hängen für die On-Rides. Genau, also das sind die Sachen für
nochmal On-Rides, die ich benutze, verlinke ich euch natürlich unten. Alles in der Infobox. Ja, was benutze ich noch? Für Städtetrips zum Beispiel jetzt, ja, jetzt in London, wo ich im Dezember war, aber auch im Mai in London oder jetzt in Hamburg, benutze ich lieber die Osmo Pocket 2. Die benutzt auch die Brina die ganze Zeit und ich benutze sie halt für Merchandise-Videos. Die Osmo Pocket 2 ist eigentlich auch eine super gute Kamera, ist klein und kompakt, deswegen benutze ich sie halt gerne auf Städtetrips, weil mir das ganze Equipment hier einfach zu groß ist, mitzuschleppen. Ja, hat auch ein Mikro dabei, sieht so aus, kann man sich auch hier dran klipsen theoretisch. Und also das ist halt, es gibt zwei Versionen von der Osmo Pocket. Einmal die mit Mikro und hier diesen Schuh, der da dran ist, damit halt das Mikro verbunden wird. Und halt die normale Osmo Pocket 2. Da hast du das Mikro und so weiter nicht dabei. Das ist halt ein bisschen günstiger. Ja, die Osmo Pocket ist super, weil die hat eine 3-Achsen-Stabilisierung. Das sieht man hier. Also man kann damit sehr, sehr viel wackeln und es sieht nicht verwackelt aus. Also die hat eine super Stabilisierung, das ist der Vorteil. Sie ist leider nicht so gut im Dunkeln. Könnte man natürlich mit dem Licht und sowas arbeiten. Und der Ton mit diesem Mikro ist jetzt nicht ganz so klar, finde ich, wie jetzt mit dem Rode-Mikrofon. Und deswegen benutze ich es halt gerne auf Städtetrips oder halt fürs Merch-Video im Disneyland Paris, weil ich dann halt immer sehr schnell bin und zack, zack, und mit dem wackel ich dann oft und ich bin ja sehr kritisch bei sowas. Wenn es so ein bisschen wackelt oder nicht scharf ist oder so, dann denke ich mir, oh, hätte es ein bisschen ruhiger filmen können oder so. Also ich bin mit mir sehr, sehr, sehr kritisch. Deswegen, ja, für Merch-Videos und Städtetrips benutze ich die Osmo Pocket 2. Aber es soll jetzt nicht heißen, also wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass ihr jetzt alles braucht, was ich hier habe. Das hat sich über die Jahre angesammelt. Und das ist so mein Workflow, wie ich alles benutze. Wie gesagt, Brina benutzt nur die Osmo Pocket 2. Daniel hat, glaube ich, auch eine GoPro und auch seine große Kamera. Also jeder ist da anders und braucht verschiedene Dinge. Ja, kurz dazu noch, ich habe noch die zwei Mikrofone. Die habe ich halt für Moni fragt immer benutzt, weil das halt so ein bisschen cooler ist, wenn man so mit einem so ein Interview führt und dann so richtig coole Mikrofone hat. Also die habe ich noch, aber die benutze ich jetzt nicht so oft, halt nur, wenn ich Moni fragt Videos mache. So, jetzt habe ich hier noch so einen kleinen so ein Beutelchen. Den habe ich übrigens damals mal bei meiner ersten Disney Cruise auf der Disney Magic. Habe ich ja Fish Extender mitgemacht und da war das dabei. Richtig cool und die ist so praktisch mit den Prinzessinnen und die ist seitdem immer dabei. Und hier habe ich sowas wie nochmal Batterien für den Griff dabei. Wo ich ihn eigentlich nicht benutze, aber hauptsache mal Batterien dabei. Separate Akkus habe ich dabei. Hier noch Kopfhörer, falls ich die Videos mit dem Tablet schneide. Dazu kommen wir ja gleich. Hier nochmal den Schuh, den kann ich euch mal zeigen. Nochmal einen separaten Schuh. Also hier oben kann man dann natürlich das Mikro dran machen. Hier die Lampe und dann theoretisch noch was anderes. Sie gibt es auch bei Amazon. Habe ich jetzt nochmal ein separates dabei. Ja, einen Stift habe ich hier drin. Keine Ahnung, hier noch ein. Achso, das ist der Muff von der Kamera, wenn das Mikro nicht da drauf wäre. Also ein Windschutz. Ja, ansonsten nicht spannende separate Akkus für GoPro und die Kamera. Ich habe drei Akkus immer dabei: eine in der Kamera und zwei vollgeladen dabei. Meistens komme ich damit ganz gut aus. Also im Schnitt für einen Disneyland Paris-Tag brauche ich so zwei bis drei Akkus. Kommt drauf an, wie lange wir da sind, wie kalt es ist, weil wenn es kalt draußen ist, gehen die Akkus natürlich schneller leer. Ja, das war so viel zum Equipment. Ich habe dann natürlich, habe ich euch gerade noch kurz eben gezeigt, mein Tablet. Mein Tablet nehme ich hauptsächlich mit, wenn ich unterwegs Videos schneiden möchte. Also ich habe das, ich weiß nicht, welches Modell es ist, Samsung. Schieß mich tot. Ich gucke mal nach, was das für ein Modell ist. Eine Sekunde. Also ich habe das Galaxy Tab S6. Das habe ich mir, das ist locker schon 2-3 Jahre alt. Leistet immer noch mega gute Dienste. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Galaxy Tab S6. Ich weiß, dass Brina ihr iPad benutzt. Also ist Geschmackssache. Bei mir ist es halt so, dass ich von der Kamera mit der SD-Karte die Sachen direkt aufs Tablet drüber schieben kann und die Videosachen auf dem Tablet sind. Mit dem
Ich weiß gar nicht, wie es mit dem iPad geht. Auf jeden Fall ist er egal. Ist Geschmackssache. Ich benutze das Samsung-Tablet und als Schnittprogramm benutze ich jeweils auf dem Tablet, aber auch auf dem Computer PowerDirector. Das ist auch Geschmackssache. Viele von euch haben mich gefragt, was benutzt du zum Schneiden? Also ich benutze PowerDirector als App und halt auch auf dem Computer. Muss man natürlich bezahlen auf beiden Geräten. Ein Jahresabo oder Jahresgebühr. Aber ich habe mich da auch erstmal eingrooven müssen. Also ich habe am Anfang sehr, sehr viele Schnittprogramme getestet, mir Videos angeguckt, wie es funktioniert. Also das alles, was ich mir beigebracht habe, habe ich mir selbst beigebracht. Es hat mir niemand irgendwas erklärt, nur halt über YouTube-Videos. Also ich habe mir sehr, sehr viele YouTube-Videos angeguckt, welche Schnittprogramme, wie viel kosten. Und ja, am Ende bin ich bei PowerDirector gelandet. Das ist halt alles aber Geschmackssache. Ob ihr auch Windows-User seid, ob ihr Apple-User seid, da sind so viele Faktoren, die damit einfließen. Ich komme damit am besten klar, aber wenn ihr jetzt erstmal anfangen wollt, testet erstmal verschiedene Schnittprogramme. Es gibt kostenlose Versionen. Schaut euch YouTube-Videos an zur Nutzerfreundlichkeit. Ich weiß gar nicht, was ich im Jahr bezahle. Also ich, wie gesagt, irgendwann muss man halt auch Geld investieren für ein gutes Schnittprogramm. Und ja, kann man natürlich von der Steuer absetzen. Dann. Ja, also Schnittprogramm ist bei mir PowerDirector auf allen, wie heißt das denn, Devices, also Computer und Tablet. Und da gibt es auch natürlich so fancy Sachen, so Übergänge und keine Ahnung, aber das nutze ich eigentlich alles nicht. Ich mache einfach ganz normale Übergänge, ganz normalen Schnitt. Musik gibt es auf dem Tablet auch bei PowerDirector, also lizenzfreie Musik. Dazu komme ich jetzt auch gleich. Also in diesem PowerDirector App, wenn ihr das gekauft habt oder im Abo gebucht habt, habt ihr auch lizenzfreie Musik da drauf. Da gibt es auch andere Vorlagen zum Schneiden. Also wenn man damit sich mehr beschäftigt, kann man natürlich auch noch mega coole Sachen machen. Aber mir reicht das erstmal aus. Ja, was ich zum Schneiden von Reels und TikToks benutze, ist, also meistens benutze ich eigentlich das In-App-Schnittprogramm. Also bei Reels auf Instagram schneide ich die in der App selbst und nutze auch die Musik. Und auch bei TikTok. Und bei TikTok nutze ich auch da die Voice-Over-Funktion direkt in der App. Klar kann man da keine Übergänge reinmachen, aber habe ich jetzt einfach so mich so eingegroovt. Der Nachteil ist, man muss dann halt immer, wenn man jetzt sagen wir mal ein Video schneidet, muss man es auf Instagram jetzt nochmal neu schneiden. Deswegen werde ich mir in Zukunft, habe ich mir jetzt vorgenommen, die Videos eher mit CapCut und Splice schneiden auf dem Handy. Also CapCut ist komplett kostenlos und hat auch richtig coole Funktionen und man kann dort auch die Voice-Over direkt machen. Kann man bei Splice, glaube ich, auch, aber Splice ist nur limitiert gratis. Kann man da natürlich auch ein Abo abschließen, ich weiß gar nicht, was kostet, und das auch nutzen. Aber ich würde erstmal für den Anfang CapCut benutzen. Als Tipp, hat auch auf TikTok einige mittlerweile, also wenn man auf TikTok was sieht, steht ja auch direkt in CapCut irgendwie bearbeiten und dann wird die Funktion, dieses Feature direkt in CapCut übertragen. Man muss nur seine Videos einspielen und dann hat man ein TikTok-Video. Also finde die Funktion wirklich gut und werde jetzt auch in der Zukunft auf CapCut die Videos schneiden, vertonen und dann habe ich auch für YouTube Shorts, Reels und Instagram TikToks, ihr wisst, was ich meine, alles direkt ein Video und muss es nicht 5000 Mal schneiden. Ja, also das ist so für Instagram, was ich benutze. Ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Thema und zwar der Musik. Ich habe ja gesagt, PowerDirector hat ein Tablet auch lizenzfreie Musik. Wenn ihr damit anfangt, müsst ihr natürlich jetzt nichts irgendwie bezahlen. YouTube, wenn ihr mit YouTube solche anfangt, hat auch eine YouTube-Stock Music Bibliothek, die ihr gratis nutzen könnt. Die Musik ist auch lizenzfrei, also ihr müsst euch keine Gedanken machen. Am Anfang natürlich, wenn man noch nicht monetarisierungspflichtig ist, ist das jetzt nicht ganz so wichtig, aber irgendwann, wenn ihr es schaffen solltet, zu monetarisieren, ist es ganz wichtig, dass ihr lizenzfreie Musik nutzt. Sonst bekommt ihr kein Geld. So, ganz klar gesagt. Ja, also wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Disney-Show seht und da Musik drüber ist, dann ist es wahrscheinlich Musik gewesen, die ich nicht nutzen konnte. Und es passiert nicht, es wird nicht das Konto gesperrt oder keine Ahnung, ihr bekommt eine Mahnung oder so. Ihr könnt das Video trotzdem publizieren. Aber wie gesagt, wenn ihr monetarisierungspflichtig seid, bekommt ihr dann da kein Geld. Deswegen,
YouTube hat eigene Musik, die man nutzen kann. Habe ich auch am Anfang der Zeit ganz viel benutzt. Aber irgendwann ist das Portfolio auch ausgereizt und hört sich für mich immer irgendwie dasselbe an. Und deswegen habe ich dann Epidemic Sound abonniert. Kostet 13 Euro im Monat. Und da ist die Musikbibliothek wirklich riesig. Also man hat da alle mögliche Musik und auch mal ein bisschen Variation. Und finde ich gut. Wie gesagt, irgendwann muss man halt auch mal Geld in die Hand nehmen. Und wenn man etwas einnimmt, kann man natürlich auch wieder reinvestieren. Und wie gesagt, 13 Euro im Monat kostet die Lizenz bei Epidemic Sound als Creator. Ja, genau. Und das war's, glaube ich, erstmal. Also ich habe euch alles mein Equipment gezeigt. Wenn ihr Fragen natürlich habt, könnt ihr die immer unten in die Kommentare schreiben. Also zu den ganzen Sachen, die ich euch gerade erzählt habe. Ich bin offen und ich hoffe, das Video hat euch überhaupt interessiert und Spaß gemacht. Keine Ahnung. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Content und, ja, und so schnell war der Akku leer. Also noch eine Sache zum Equipment, eine Powerbank. Nee, also also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war interessant für euch. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Und dann verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.